Der sich wahrscheinlich immer noch von seiner Entführung erholen muss, oder? Pull it together. Fuck. Was hat er jetzt schon wieder? Schon wieder im Badezimmer anzutreffen hier. So, ist mein Auto eigentlich hier? Ja, ne? Müsste ja. Nein, natürlich nicht. Dann steht's draußen, oder? Oder wo hat er das diesmal wieder hingestellt? Ja, er steht draußen. So, dann fahren wir mal mit Michael zu dem Auftrag bei S. Ach so, Ezra Solomon, ne? Der Filmtyp. Genau, da müssen wir ja wahrscheinlich wieder irgendwo außen rum. Oder kann ich einfach hier rein? Ich glaube, wir konnten auch hier rein, ne? Dann kam zwar so ein Wachtyp, aber. Die Ballade von Rocco. Fuck off, Johnny. Hey, you're a couple real badasses. Put a beat down on an old man. We don't take that. We have a deal with them. Just about. Please, get those millennial ass wipes. Pleasure. You fuck what? Jetzt soll ich den Wagen nehmen? Ja gut, dann, also ich soll nicht. Ich könnte wahrscheinlich meinen nehmen, aber. Tough guys. Erledige Rocco. Erledigen heißt töten, ja? Na gut, er hat sich mit Mr. Solomon Richards angelegt. Selber schuld. Dann kriegt er halt auf die Fresse. Sorry, die Schranke bezahle ich Ihnen. Also wenn sich mal Wagen scheiße gesteuert hat, der hier steuert sich wirklich sehr schlecht. Ist auch ein dicker Jeep, ist natürlich ziemlich träge. So, was haben wir denn für Waffen dabei? Granaten, Haftbomben. Haftbomben klingen gut. I beat you, so you beat an old man? Ah, das war nicht gut. Ah, auch nicht getroffen. Okay, warte mal. Versuchen wir es mit Handgranaten. Ah, der schmeißt ihn nur zur Seite raus. Ja, dann nehmen wir halt. Nehmen wir halt die Pistole. Fahr! Lass doch nach! So. Die sind tot. Verlasse das Gebiet. Ich habe mich drum gekümmert. Ja! Ah, Idiot! So, erstmal Solomon anrufen. I'm only a paraplegic, but you can't feel anything. Ah, you're throwing me softballs. Rum runner. But speaking of accidents, those guys. Had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know, but could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Ja, kann ich machen. Yeah, of course, I'll be right over. Begib dich in Solomons Büro, ja, mach ich. Ich wechsle nur kurz das Auto. Solomon, der Filmemacher. Der arme Kerl. Alle scheißen ihm irgendwie. Ach ja, na gut. Ich glaube, hier gar nicht rein, ne? Ja, mein Auto steht noch am Dreh. Die benutzen das wahrscheinlich zum Drehen auch. So,
So, dann erzähl, Mr. Richards, was ist los? Come in! Come in! Thank you, thank you, thank you. Yeah, it turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Da muss er sich erstmal setzen. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Hat er jetzt seiner Frau was aufs Band gesprochen? Du sollst nicht mit deiner Frau... Die Ballade von Rocco. Du sollst nicht mit deiner Frau quatschen. Die soll ruhig wegbleiben. Die hat unsere Liebe immer noch nicht verdient. Die soll angekrochen kommen und um Verzeihung bitten. Ansonsten kann die ganz ruhig, kann die ruhig wegbleiben. So, was haben wir denn für Missionen mit wem? Lester. Ja, das ist ja wahrscheinlich Richtung Auftrag dann, ne? Richtung Mission. Und mit... Franklin haben wir hier nur beim Dom den Sprung und bei Lester die Attentate. Ansonsten haben wir mit Trevor noch so Sachen hier, Minuteman und Randale und die Fragezeichen. Man könnte natürlich jetzt mit Trevor eins von den Fragezeichen mal machen, ne? Oder wir fahren tatsächlich dahin. Warte mal, habe ich denn noch was auf der Liste stehen? Franklin Style haben wir gemacht. Trevor neues Auto kaufen müssen wir machen. U-Boot, Flugzeug. Ja, gut. Das wäre jetzt zu überlegen, was man tut. Dann würde ich fast sagen, fahren wir tatsächlich zu Lester. Ne, nicht einsteigen, ich will dann mal mein Auto nehmen. Das ist hier gerade beim Dreh, stand das hier dabei. Ich werde aber jetzt immer vor den Missionen noch speichern, eigene Speicherstände anlegen. Es ist ja leider so, auch wenn ich immer, also in den Kommentaren natürlich alle Spoiler lösche und auch im Internet versuche, mir nichts anzuschauen, dass man so oder so wohl irgendwie nicht drum rumkommt, ein wenig zu gespoilert zu werden. Und da weiß ich ein paar Sachen und möchte dann eben vorher speichern, bevor wir die Missionen machen, um im Notfall da zurückgehen zu können oder im Notfall vielleicht das nochmal machen zu können oder anders machen zu können oder was auch immer. Aber erstmal fahren wir zu Lester. Wow! Blöder Penner! Können wir ganz kurz gucken, was Michael denn für Autos hier drin stehen hat. Oder ob er hier Autos stehen hat. Coquette und Blazer. Was war denn Blazer? Blazer ist das Squad-Ding. Okay, und was ist mit dem... Achso, darf ich jetzt nicht mehr nah rausholen. Die Coquette wäre das andere Auto. Ja, dann nehmen wir einfach unseren wieder mit. Aber nichts, was mich irgendwie reizen würde. Corvette ist ganz nett, aber muss nicht sein. Der speichert also tatsächlich auch einfach Autos, mit denen wir mal rumgefahren sind da drin. Aber ich wüsste gerne, nach welchem Auswahlverfahren der die da speichert, weil der speichert ja nicht alle, die wir mal gefahren sind, aber bestimmte hat er dann da gespeichert. Also es ist irgendwie mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel, wie das genau funktioniert da.
So, ich speichere mal ganz kurz. Oh, Lester schreibt, Michael, deine Freunde vom Büro wollen was mit uns bereden. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen zur Textilfabrik kommen. Komm dorthin, sobald du kannst. Habe ich schon wieder gar nicht gelesen. Ihre letzte Sitzung war besorgniserregend. Ich denke, wir sollten uns nochmal unterhalten. Rufen Sie mich an. Ja, dann rufen wir tatsächlich mal kurz den Typen an. Auch wenn das teuer ist. Dr. Friedlander. Mitten auf der Autobahn. Mitten auf der Straße. Nicht Autobahn, Straße. Eine Telefonsitzung. Hey, weil die so günstig Michael. Sind. Que pasa, amigo? Not good. Things have been pretty fucked up. You seem particularly confused, Mikey. Tell me why. I've been a mixed bag, Doc. Tell me about the problem behaviors. I've been doing some thinking. I put my feet up and I reflected. My feet were literally up on a fucking meat hook. You know, I think that did more for my mental health than all these years of therapy combined. I mean, I know what I want now. Trevor, he's on to me. That's fine, though. You know, it was bound to happen sooner or later. What I want is I want my family back. I want to make something. I don't want nobody owning me. I'm paying the last of my debt, Doc, and I'm starting over again. That sounds like a breakthrough, Michael. You needed time to reflect on the work we've done together. Don't undervalue the benefit of these sessions. Have you acted out in any other ways? Sometimes I'm fine, Doc. Sometimes I'm a fucking maniac. It's like I'm two different people. You know, I don't like either one of them. I think split personality is the least of your problems. You're deranged. Ratschlag annehmen oder nicht? Ich bin nicht geistesgestört. Nein. Did I ever claim to be a saint? I fucked up. So fucking what? Okay, okay. Anything else? What about sex, Michael? Well, you know, I've been a good boy in that regard. Love your ride, hon. I'm making real progress, Doc. We are making progress, Michael. You're finally listening to me. Great. Ever since I pulled that house apart, Doc, I ain't been myself. Not at all. The thing is, Michael, you know me. I'm not a sugarcoater or a scriptwriter. I mean, we tried a full range of pharmaceutical solutions a couple of years ago, and that went nowhere we want to go back to. Agreed? Agreed. I ain't doing that again. Pissing myself, crying, sleeping in dinner, howling in the middle of the night. Fuck that shit. Maybe we got the doses a little wrong. You're going to have to get yourself under control. Listen, next time we meet, perhaps we should meet back at my office. But, I'm sorry. I'm afraid face-to-face sessions have got a little more expensive. I thought you said phone sessions were more expensive. Well, they were, but I realized that wasn't fair, so I raised the price on face-to-face. I'm sure you understand. And if you don't, maybe you should. Be well. So ein Arschloch, der Mr. Friedlander. Ich frage mich, warum wir überhaupt noch zu ihm gehen. So, ich wollte schnell speichern. Das machen wir auch kurz. Und zwar unter Dämonenaustreibung. So. Und dann nehmen wir mal hier bei Lester den Auftrag an. Es geht irgendwie ums Büro. Ja, fahr doch! Ey! Nee, wenn ich jetzt schieße, kriege ich nachher noch einen Fahndungsstern und dann müssen wir wieder 10 Minuten abbauen, deswegen lasse ich das jetzt lieber. Auch wenn ich ihn am liebsten einfach in die Luft gejagt hätte, den kleinen Bastard. So, hier ist die Fabrik. Da haben wir auch den ersten Raub geplant aus Vangelico. Und hier sollen wir uns treffen. Mit Lester und den Leuten vom Büro. Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh, fucking Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? So anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you?
Oh, why, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry, because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. Think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief! So? So, there's some, evidence, and I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? No, 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 that will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course! I'm a man of my word! Dave, let's go! Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Steig in dein Auto. Ja, mach ich doch gerne. Take us to the FIB building. Parking lot entrance. Ja, Moment, aber wir brechen doch jetzt nicht beim FIB ein. Ich meine, das können wir doch nicht zu zweit machen. Vor allem nicht mit Lester und ich alleine. So, you got any idea how we'll do this? Wahrscheinlich erstmal gucken, ne? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building. We're going in through the parking lot? No, 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 no. We're waiting for someone to come out of it. A janitor. All right. And how's that gonna get us in? Well, the janitors are all on temp contracts. They get replaced when their backs go or they ask for a day off. So, we find one of these guys, we turn him, and that's our in. Okay. Their particular guy? I'm in the temp company's database right now. I found a guy about to clock off. I've got the file here. Let me see. Harvey Molina, license plate 83QSL722. And we'll follow him and see what we think. Sounds good. Okay, ja, es wird erstmal ausgekundschaftet. Auch das wieder wie so ein. Also sagen wir mal, wir haben ja einerseits die richtigen Überfälle oder die richtigen Jobs, die daraus bestehen, dass man was auskundschaftet und so weiter und dann ausraubt und Geld bekommt, wie zum Beispiel das Vangelico oder eben diese Waffe im Wasser da, im Meer, die ja kein Geld gebracht hat, oder eben auch der letzte, der Bankraub und so weiter. Und dann haben wir ja nochmal solche Aufträge, die auch irgendwie geplant werden und so weiter, die aber für das für die FIB-Leute sind und für die wir nichts kriegen. Here we are. Let's wait for him. Aber auch die werden eben mit Auskundschaften und so weiter. Jetzt habe ich aber, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht zugehört, wie das Auto, was das für ein Auto war. Something's coming. Nee, das ist er nicht. 83 so, irgendwas, what do you SQL. Think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Okay, wir warten auf den Hausmeister. Ist er das? That's it? Nee. This is not the car we're looking for.